Kamigawa Neon Dynasty bringt auf jeden Fall auch wieder Set-Booster, Collector-Booster, Draft-Booster, Bundle-Booster-Boxen in allen Varianten und Farben und vor allen Dingen auch ja, Sprachen, wo wir später noch dazu kommen. Und ich dachte mir, weil sich das ja sowieso jede, oder wir dachten uns, dass sich das jedes Set ändert, was jetzt in einem Set-Booster, was im Collector-Booster drin ist, nutzen wir die Gelegenheit, einmal kurz alle Booster-Typen durchzugehen und euch mal kurz zu sagen, was denn da so drin sein könnte. Hast du die Übersicht gerade vor dir für die Set-Booster? Ja, habe ich. Alles klar, dann sag doch mal, was befindet sich denn in einem Kamigawa Neon Dynasty Set-Booster? Zu viel. Wir haben, wenn man von vorne vorgeht, wir haben erstmal, wie immer sonst, eine Art-Karte. Also diese Full-Art-Karten, die waren bei Modern Horizon 1 noch was ganz Besonderes. Mittlerweile ja. Kennt die jeder und nicht mal die mit Unterschriften werden wirklich gekauft oder sind relevant für die meisten. Dementsprechend, nicht so. Dann haben wir auf jeden Fall eine Double-Faced oder Single-Faced Common Uncommon Rare Mythic. In Foil. In Foil. Und das ist halt das Interessante. Diesen Foil-Slot haben sie verschoben. Mhm. Ich gehe jetzt auch mal so ein bisschen auf die Unterschiede ein. Ja, weil früher war es so, es kam erst die Artkarte, dann kam Land. Ja. Jetzt kommt dann die Foil, die früher ganz am Ende kam, vor der Add-Karte und der List-Karte. Haben sie verschoben. Interessant. Dann haben wir eine Double- oder Single-Faced Rare und Mythic. Auch hier Order verschoben. Auch überraschend früh so, ne? Ja. Also entweder das, oder sie haben es so verkehrt in ihrem Schedule gezeigt, dass man es mittlerweile die Artkarte vielleicht als letztes kriegt und wir das gerade in der verkehrten Reihenfolge vorlesen. Das wissen wir natürlich nicht. Aber dann ist auch die Übersicht falsch. Auf, die wir haben. Ja, genau. Ja. Genau. Dann haben wir, wie gesagt, Double oder Single-Faced Rare oder Mythic. Dann haben wir zwei Double oder Single-Faced Common Uncommon Rare Mythic. Das sind diese Wild-Slots, diese sogenannten, wo einfach alles drin sein kann. Dann haben wir eine Single-Faced Showcase-Karte. Und das finde ich sehr interessant. Das ist jetzt eine feste Showcase-Frame, also Samurai-Frame, Ninja-Frame, ja, sowas in dieser Art. Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Soft-Glow gibt es, glaube ich, noch. Aber es ist ja nur eine Common oder eine Uncommon, ne? Genau, es ist nur Common oder Uncommon. Deswegen finde ich es sehr interessant. Es ist dann eine Double-Faced Common oder Uncommon drin. Da gehe ich ganz stark davon aus, dass das dann die Saga sein wird. Weil es ist ja immer in jedem Set eine Saga drin, von jedem Booster. Genau. Aber auch hier nur Common oder Uncommon. Sehr interessant. Dann haben wir zwei Single-Faced Connected Uncommons. Das heißt, die beiden Uncommons sind connected, die gehören zusammen. Und dann haben wir drei Single-Faced Commons, die connected sind, die zusammengehören. Was ich sehr interessant fand. Früher war das halt wirklich so, die ersten fünf Karten waren connected. Mittlerweile sind es ja drei, beziehungsweise danach zwei, das haben wir ja schon in unseren Booster-Openings festgestellt, von Crimson Bow, dass du halt immer so, ey, ich habe hier drei Vampire und dann zwei Werwölfe. Ja. Was? Die sind untereinander dann nicht mehr connected, ne? Genau. Ja. Und das ist halt sehr, sehr interessant. Dann haben wir ein, ich kann das fast nicht ausdrücken, Ikuyoi Land, Basic Land oder Common Dual Land. Ja. Also ein Landslot. Da können dann entweder diese Full-Art-Länder drin sein, sag ich mal, die normalen Basic-Lands oder eben ein Common-Dual-Land. Und ich glaube, die Common-Dual-Lands haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt. Das ist ein sehr guter Punkt. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Stimmt, da sind ja dann auch noch, da müssen ja auch noch dann ein Dual-Land-Cycle. Genau. Das wird wahrscheinlich nichts Großartiges werden, aber Aber es kommt noch was. Und dann kommt ein Nine-Slot, der entweder eine Token, eine Add-Card, eine Helper-Card oder eine Karte von der Liste ist. Genau. Und da muss ich kurz zwei Sachen zu sagen. Erstens, eine Helper-Karte, eine Add-Card oder ein Token sind keine Minigames. Das stimmt, die fehlen. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass Neon Kamigawa keine Minigames mehr hat und wir die Minigames einfach abgeschoben haben. Ich habe bisher ja jedes Set habe ich ja diese Minigames festgehalten. Und es interessiert fast niemanden außer mich. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. So, du bist so der knallharte Minigame-Vertreter, der sagt so, ich will die auch haben. Ich habe die auch gespielt. Und die machen wirklich Spaß. Ja. Aber sind anscheinend weg. Und ja, dann haben wir noch eine Karte von der Liste.
Interessanterweise, wir haben noch keine Anpassung der Liste gesehen, soweit ich weiß. Ich habe noch kein Announcement gesehen. Genau, wir haben auch noch keine Möglichkeiten, also die kommen ja wirklich erst mit Streets of New Capenna, wo dann die Stranger Things Magic-Varianten drin sind. Das heißt, ja, momentan und, genau, die und Liste. Da bin ich, ja. Ja. Also wir haben momentan die Liste, wie sie halt zuletzt angekündigt worden ist, ohne dass da irgendwelche neuen Ratios drin sind oder irgendwelche anderen Sachen. Und da bin ich noch gespannt, ob es wirklich so ist, weil sie haben ja auch angekündigt, dass wir in nächster Zeit auch die von Zombie Walking Dead. Walking Dead ja auch bekommen wird. Boah, das wäre so. Und theoretisch müssten die ja noch reinkommen, ja, vor Stranger Things. Das ist wirklich krass. Also das wäre wirklich krass, wenn sie jetzt hier einfach die Walking Dead-Karten einfach so droppen, ohne was zu sagen. Und das fände ich halt cool, tatsächlich. Ja. Und deswegen bin ich gespannt, was sie mit der Liste machen. Und ich weiß, du bist ja kein Fan von der Liste. Ja, also so konzeptuell ja, finde ich die Liste super. In der Umsetzung hapert's, weil jede Listenkarte, die ich bisher gezogen habe, war irgendeine Draft Common oder Uncommon aus irgendeinem uralten Set, was nicht mal im Commander gespielt wird. Also von daher war das so. Ja, okay. Ich glaube, das Coolste war einmal Goblin Lore im Old Border in Kaltheim, glaube ich, gezogen. Aber so richtig was Cooles habe ich noch nicht gesehen. Aber völlig von der Liste befreit sind die Draft Booster, die relativ unspektakulär und wie wir es halt auch schon kennen, eigentlich ausgestattet sind. Ich gehe es trotzdem mal kurz durch. Und zwar ein Kamigawa Draft Booster beinhaltet eine Double- oder Single-Faced Rare oder Mythic, also unser Rare-Slot. Dann eine Double-Faced Common oder Uncommon. Das wird höchstwahrscheinlich die Saga sein. Beziehungsweise wahrscheinlich ist die Interaktion zwischen beiden, wenn du eine Double-Faced Rare oder Mythic bekommst, wirst du wahrscheinlich dann da. Obwohl, ne, dann hast du zwei Double-Faced-Karten quasi drin, ne? Es ist keine Double-Faced Common oder Uncommon, Double- oder Single-Faced. Naja. Mhm. Auf jeden Fall. Eine Double- oder Single-Faced Rare Mythic, eine Double-Faced Common oder Uncommon, drei Single-Faced Uncommons, neun Single-Faced Commons, und dann, ja, variiert das noch, wenn du eine Foil in irgendeiner Art, genau, wenn du eine Foil-Karte noch dazu bekommst, dann wird eine dieser Commons damit ersetzt. Dann haben wir auch diesen Landslot, eben mit einem Yukioe-Land, ein Kamen-Duel-Land oder ein Basic-Land und eben eine Token-, Helper- oder Add-Karte. Und wie gesagt, diese Yukioe-Lands, die sind nur in ja, einem Drittel oder in jedem dritten Pack einmal vorhanden, ähnlich wie bei den Set-Boostern. Und also, an dem Booster sieht man noch ganz schön, dass wir das andersrum lesen müssten. Genau. Also man wird die Booster jetzt andersrum aufmachen, wie wir die vorlesen. Das heißt, auch bei den Set-Boostern wird ganz am Ende die Art-Karte jetzt sein und ganz vorne die Karte von der Liste. Ja, genau. Und jetzt kommt's, Hände noch mal kurz gerieben, denn jetzt nähern wir uns dem Neon Dynasty Collector Booster, wo sie alles reingepackt haben. Wir fangen an. Also fast jeder Slot ist quasi individuell benannt und nur einmal vorhanden, was schon mal ein exzellentes Zeichen ist. Wir haben eine Neon Ink Foil, Foil Edged oder Traditional Foil, Rare oder Mythic. Neon Ink sind eben die in diesem besonderen Showcase quasi, was glaube ich nur Rares und Mythics betrifft. Mhm. Die teilweise auch noch so ein Anime-Artwork haben, aber da kommen wir gleich noch zu. Dann eine Showcase Rare und Mythic, eine Borderless Rare oder Mythic oder eine Phyrexian Language Mythic, wovon wir nur zwei haben. Das ist einmal Tameo Completed. Und Jinkataxis. Und Jinkataxis, genau. Dann haben wir ein Slot Extended Art Main Set Rare oder Mythic oder Borderless Mythic. Dann eine Extended Art Commander Rare oder Mythic. Dann eine Traditional Foil Rare oder Mythic, eine Traditional Foil Showcase Ninja Common oder Uncommon, dann eine Showcase Ninja Common Uncommon, also einmal in Foil, einmal in Nicht-Foil, dann eine Traditional Foil Showcase Samurai Common und Uncommon und das Ganze auch nochmal in Nicht-Foil, also eine Showcase Samurai Common oder Uncommon, dann eine Traditional Foil Double-Faced Common oder Uncommon. Und dann noch mal zwei Traditional Foil Uncommons und zwei Traditional Foil Commons. Das Ganze wird abgerundet mit natürlich einem Traditional Foil Yukioe Land. Hu boy. Das ist echt eine Menge. Findest du?
Ja, also eine Menge Varianz. Also ich, ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin super, super enttäuscht. Echt? Wieso? Ja. Man kann, egal wie gut das Booster ist, nur 5 Rares oder Mythics ziehen. Ja, das stimmt. Und das ist ein Punkt, als ich das realisiert habe, das ist schlecht. Das ist richtig, richtig bad. Aber wie viele maximale Rares konnte man denn in den bisherigen Collector-Boostern ziehen? 7 bis 8 teilweise. Echt? Manchmal wow. Ein bisschen mehr. Die ersten von Throne of Eldraine waren wieder ein bisschen weniger. Dann kamen hier Ikoria, wo gefühlt bis auf 2 Karten alles Rare und Mythic sein konnte. Und wenn wir dann halt anschauen, zum Beispiel auch Crimson Vow, das war eine Sache, die Crimson Vow vorgeworfen wurde, dass du dort auch nur 5 Rares oder Mythics in diesen Collector-Boostern haben kannst, konntest. Ja. Und die Collector-Booster sind ein Pfifferling wert. Die kriegst du gefühlt schon hinterhergeschmissen. Nicht nur, weil das Set nicht so beliebt ist, aber auch, weil die in den Teilen halt nicht so viel Welt drin ist. Wenn ich mir das zum Beispiel anschaue, ich kann fürs Doppelte, glaube ich, Modern Horizons kriegen. Und wir wissen beide, was Modern Horizons 2 Collector Booster bedeuten. Wir haben die aufgemacht. Großartig. und da hast du halt 7, 8 Hits teilweise drin. Klar, musst du lucky sein. Und es gab auch Collector Booster, wo da nur 3 oder 4 drin waren. Aber so gestaffelt, ich habe mir die, wie gesagt, von den letzten 2, 3 Mal aufgerufen. Mhm. Und gerade Crimson Vow passt halt dann perfekt rein. Weil Crimson Vow waren auch nur 5 Stück. Ja. Und das finde ich nicht gut. Das ist zu wenig für einen normalerweise 4- bis 5-faches des Preises. Mhm. Nur in Anführungsstrichen 4-mal so viele Rares zu bekommen. Ja. Wo die Rares, wie wir alle wissen, in Standard-Sets nicht so geil sind oder nicht so viel wert sind. Ja, im das Normalfall, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ja, das ist halt eben so der Punkt. Ich glaube, wohin sie wollen, auch mit diesen 1000 verschiedenen Versionen von der Karte, sie wollen, glaube ich, irgendwo dahin, dass sie halt wie bei Pokémon sagen können, okay, wir haben jetzt diese Special-Frame-Geschichte nur in diesem Set und das macht das Set interessant für Sammler. Was ich aber momentan nicht sehe, weil, wie du eben sagst, so die meisten Karten, selbst so Rares und Mythics aus dem Set, wenn die nicht gespielt werden oder nicht im Commander auch interessant sind, also wenn sie spielerisch keinen Mehrwert bringen, nur weil sie selten sind, sind sie selten halt mehr Geld wert, wenn du weißt, was ich meine. Und da bin ich drauf gespannt. Ja. Weil wir haben ja schon darüber berichtet, dieser Hidetsugu, der in dem Set drin ist, ja, der ist ja super selten in manchen Versionen. Und da bin ich so drauf gespannt, weil er ist nicht gut. Er ist nee, nicht auf gar keinen Fall. Aber er ist sehr, sehr selten. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob das reicht, um da einen Preis zu machen. Weil ich habe Angst davor, dass sie das nächste Mal mit einer guten Karte machen. Ja, das stimmt. Und also, ja, das auf jeden Fall. Und keine Ahnung, auch diese ganzen verschiedenen so One-Offs und Two-Offs, ich meine, die machen ja natürlich auch schon Sinn, sowas wie Phyrexian-Cards, dass wir halt eben die Tamio und den Jin-Gatexian bekommen. Das macht halt schon Sinn von der Lore her, aber es ist halt irgendwie so, keine Ahnung, also woher kommt jetzt nochmal der Phyrexian Jin-Gatexian? Weil ist der jetzt aus dem einen, ist das Secret Lair Drop oder ist das jetzt der aus dem Set? Und da frage ich mich halt auch so, gerade auch mit Tamio, ist das irgendwie was die dann ganz kontrolliert aufbauen, weil wir ja schon den Warren-Klecks hatten mit der Phyrexian-Schriftart, oder ist es einfach nur so, es bietet sich gerade an, ach komm, mach mal hier eine Spezialversion. Du machst kein neues Artwork, sondern einfach nur hier, macht er die Schrift ein bisschen anders und das war's. Also es hat ja storytechnisch schon eine Bewandtnis. Ja, das stimmt. Und dass die Phyrexianer und auch Tamio, die halt dann ja jetzt auch als Phyrexianerin bla bla bla. Ja. Das macht schon Sinn. Ich finde, sie übertreiben es halt wieder. Ja. Wir hatten über Jahrzehnte hinweg kein Phyrexianisch. Dann hatten wir eine Judge-Promo in Phyrexianisch und die Welt ist ausgerastet. Ja. 5 bis 10 Jahre später haben wir jetzt in einem Zeitraum von nicht mal einem Jahr 6, 7, mindestens 7 plus diese beiden 9 Karten in Phyrexianisch bekommen. Das ist schon echt eine Menge. Altbekannte, yo, das ist cool. Das reiten wir jetzt so schnell wir können in den Boden, damit wir noch so schnell wie möglich Sachen davon kaufen, statt hinzugehen und sagen, hey, das ist was Cooles, hier habt ihr eine Special Snowflake. Hier habt ihr nur den Warren-Klecks, sonst nichts. Ihr bekommt keinen Sumpf, ihr bekommt keine Sigillär davon, nichts. Und dann in 2, 3 Jahren erinnert ihr euch noch dran. Hier ist Nummer 3. Und das wäre cool. Aber so wie sie es aktuell reiten, reiten sie es schon wieder in den Sumpf.
Demnächst haben wir ganze Sets auf Phyrexianisch, ich sag's dir. Ich würde es hassen. Ich bin überhaupt kein Fan von der phyrexianischen Schriftart. Deswegen habe ich mir auch übrigens die Secret Lair Drop nicht gekauft, weil klar, die Karten sind viel wert und die sind spielerisch, aber mir bringt es nichts, weil ich kenne die aus nostalgischen Gründen nicht. Ich weiß nicht, was die machen. Ich müsste jedes Mal nachgucken, was die machen, und da kann ich mir auch einfach was ausdrucken, wo dann Text draufsteht. Aber es gibt ja tatsächlich noch quasi das Sahnehäubchen, auf dem sie übertreiben, ist mal wieder Etched Foil, was ja auch jedes Mal was anderes ist. Nicht nur so ein Set-Booster und Collector-Booster jedes Mal was anderes. Etched sind jetzt auch was anderes. Und kurz gesagt, das ist so ein bisschen, ja, mit mehr Textur. Foil mit mehr Textur, aber auch nur auf Soft-Glows und auch irgendwie nur ganz selten. Wird wieder die Hölle sein, das Richtige auszuwählen bei Card Market, wenn man versucht, eine Karte zu verkaufen, aber sonst wahrscheinlich nicht besonders nennenswert. Vielleicht ist das die Strategie hinter den ganzen Edge Foils, die Leute so zu verwirren, dass sie das nicht mehr auf dem sekundären Markt kaufen können. Genau. Das wäre IQ 5000, glaube ich.